begrüße Sie alle ganz recht herzlich. Als wir dieses Event geplant haben, war Jean-Claude sehr besorgt darüber, dass, weil wir eben keinen Starredner haben, Sie vielleicht nicht kommen würden. Nun, Sie haben etwas ganz Wichtiges verstanden. Es geht nicht um Starredner, sondern die Stars sind die Jungunternehmer, die heute da sind, die gewonnen haben oder nominiert wurden. Das sind die wahren Stars. Wir haben 5 Gewinner dieses Jahr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie recht herzlich willkommen zur Kurzpräsentation der Firma Celeroton. Celeroton entwickelt und verkauft sehr hochdrehende elektrische Antriebssysteme mit Drehzahlen bis zu 1 Million Umdrehungen pro Minute. Okay, danke. Jetzt stellt sich nur die Frage, bist du Tempomillionär, möchtest du auch sonst Millionär werden? Ja, also das ist natürlich fast jeder seinem Wunsch, aber es ist nicht vordergründig. Wir möchten eine Firma bauen, wir möchten eine Firma entwickeln, wir möchten Leute anstellen, wir möchten mit Forschern und Entwicklern arbeiten. Das ist unser Ziel. Wir möchten unsere Ideen realisieren und das ist das vordergründige Ziel. Wenn der Millionär daraus wird, auch gut. Une grande partie de la population souffre de problèmes digestifs et les examens actuels sont très désagréables pour le patient. À l'image de ces endoscopes que vous voyez ici, qui permettent d'observer les premiers ou les derniers centimètres du tube digestif. Ce que nous proposons, c'est de remplacer ces examens invasifs par cette petite capsule. Et en fait, le patient porte simplement un gilet et qui comprend sur la partie devant ici un détecteur. Dès que la capsule est ingérée, elle va émettre, capsule électronique, elle va émettre un champ magnétique qui va permettre de la localiser très précisément et de suivre tous ces petits déplacements. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Parce que c'est pas évident de pendant 3 ans de travail sur un projet, puis chaque fois de rentrer un peu à la maison déçu de pas avoir reçu le prix. C'est vrai que c'est oui, qu'il faut avoir de la patience. La première fois c'était vraiment trop tôt, on était encore à l'université, juste au moment où j'ai fini la thèse. La deuxième fois, c'est un peu plus surprenant parce qu'on avait déjà créé l'entreprise et puis on avait déjà quelques bons résultats, en particulier dans l'activité de recherche qu'on avait déjà développée avec Nestlé et Novartis. Mm-hmm. Donc là, on pensait qu'on était allé à un bon bout, mais visiblement, il manquait encore quelque chose. Et puis voilà. Kommt mir vor, als ob es erst gestern war, als ich und Sadik noch in unserem Labor standen und unseren ersten Prototypen betrachteten und zueinander sagten, das Gerät hat viel Potenzial. Und heute stehe ich hier und präsentiere Ihnen Zürich Instruments. Zürich Instruments verkauft hochpräzise Messtechnik. Und die findet ihren Einsatz in zum Beispiel Magnetresonanztomographie. Heutzutage braucht es eine halbe bis eine Stunde, bis ein vernünftiges Bild gemacht ist für jeden Patienten. Und zukünftige MRI-Geräte werden nur noch einen Bruchteil von dieser Zeit benötigen. Und Zürich Instruments entwickelt die dafür notwendige Technologie. Woher kommen Sie? Ich bin in Deutschland aufgewachsen, meistens. Mein Vater ist aus Bosnien, von daher kommt auch mein Name. Aber ich bin auch amerikanischer Staatsbürger. Meine Mutter ist von dort. Wir haben vor 1,5 Jahren gegründet und zu dritt. Und jetzt sind wir 6 Leute und inmitten von Finanzierungsgesprächen. Und das, darum sage ich den Leuten, in der Schweiz muss man Startups machen. Sundee, the Sun Display Project, wie es das Logo schon sagt, es geht um Sun Displays und um ein Sonnendisplay, das befähigt ist, das Umgebungslicht und im Speziellen das einzigartige und sehr starke, unangefochtene Licht der Sonne für die Information umzunutzen. In einfachen Worten gesagt, wir stellen Leuchtanzeigen her, die ohne Strom funktionieren und eben leuchten. Eine letzte Bemerkung. Als ich am 8. April Jonas Burki angerufen habe, am gleichen Tag, als wir beschlossen haben, wir geben diesem jungen Mann die Chance, habe ich angerufen, sie haben Telefon abgenommen, ich habe mitgeteilt, sie sind Preisträger und ich war sehr gespannt auf Ihre Reaktion und sofort haben Sie gesagt, ja, was hat das für Konsequenzen?
Und dann waren Sie sprachlos einen Moment. War es simuliert oder was? War es? Also Sie müssen auch zugeben, Sie haben ein bisschen lange so ein bisschen um den Brei geredet. Ja. Ich habe schon erwähnt, ich wurde oftmals auch schon enttäuscht. Ich wollte einfach sicher gehen. Also was bedeutet das jetzt genau? Habe ich wirklich gewonnen? Und dann ist es voll eingefahren und dann war ich auch sprachlos für den Moment. Gratuliere, Jonas. OptoTune's goal is to shape the future of optics by providing a focused tunable lens. Und ich freue mich besonders, heute hier erklären zu dürfen, was dies genau bedeutet. Was Sie hier sehen, ist der Querschnitt eines Teleobjektivs. Falls Sie es nicht erkennen können, da drin sind über 20 Linsen. Und dazu kommt komplexeste Mechanik. Daneben das menschliche Auge. Welch edles Design mit nur einer Linse. Ja, und warum funktioniert das? Weil Muskeln im Auge diese Linse krümmen, um scharf zu stellen. Die schweizerische Wirtschaft wurde aufgebaut von Ingenieuren. Und das ist das, was heute in der Schweiz am meisten fehlt. Das sind Ingenieure. Schauen Sie mal an, wer in Basel bei der Chemie und bei der Pharma arbeitet. Das sind ganz, ganz wenig Schweizer. Und es ist ein großes Problem in unserem Land, dass die jungen Leute zu wenig wieder auch einmal etwas studieren, wo man etwas damit anfangen kann. Und jetzt machen wir es kurz. Einen schönen Tag miteinander. Merci. Moi, je trouve que ces jeunes qui présentent leurs projets sont exceptionnels. Il y a 20 ans que je suis dans cette fondation et la qualité de la manière dont ces jeunes se présentent a augmenté exponentiellement pendant ces 20 dernières années. Le deuxième élément, c'est un élément essentiel de l'idée même et de la culture de la Fondation, c'est la possibilité d'octroyer une aide à des jeunes tout en prenant des risques très importants. Dort bin ich gar noch nicht richtig Unternehmer gewesen, wo ich den Preis bekommen habe. Und es hat natürlich auch einen gewissen Push und einen gewissen Druck gewesen, Unternehmer zu werden. Und für mich ist das Vorbild Devigie ist wirklich wichtig gewesen, oder? Also, mir etwas, ein Spruch, den er dort gemacht hat, den ich sensationell finde. Er hat einmal gesagt, es ist wichtiger, etwas auszuprobieren und im schlimmsten Fall scheitern, als gar nichts zu wagen. Der Hauptgrund, warum ich hier und da herkomme, oder fast jedes Jahr nach Solothurn, diese Vernetzung in der Schweiz zwischen ich war Venture Fonds in Basel, du warst KTI Invest in Zürich, wir haben zusammengearbeitet, dann war der Nationalfonds, es war die KTI. Es wurde erwähnt von diesem Amerikaner, warum man in der Schweiz eine Firma gründen soll, weil es ist klein, kompakt, Beziehungen, Netzwerk, das braucht es für junge Unternehmen. Das macht wirklich Spaß, weil ich davon überzeugt bin, dass die Schweiz dringend neue Firmen braucht. Nur mit den Firmen aus dem 19. Jahrhundert zu überleben, wird schwierig sein, weil es gibt Lebenszyklen bei Firmen und bei Produkten. Und je mehr neue Firmen wir gründen und unterstützen, je bessere Überlebenschancen haben wir als Volkswirtschaft. Ich sage immer, Unternehmer, das sind ja eigentlich keine Manager. Aber sie brauchen Manager. Die sind ganz wichtig. Ich will das gar nicht irgendwie herabmindern. Aber der Unternehmer ist ein ganz anderer Mensch. Der Unternehmer ist eher zu vergleichen mit einem Künstler. Weil der Unternehmer lebt von seiner Kreativität. Das haben wir auch heute wieder gesehen. Le travail le plus passionnant, c'est en fait l'étude des projets, l'évaluation des projets. Et ça, je vais continuer à le faire. Dans l'esprit du fondateur, vraiment trouver des jeunes qui ont envie de se lancer dans l'entreprise. Et tu feras certainement avec nous le conseil, le bon choix aussi à l'avenir.